Was geht ab, meine Freunde, Oman Auto Export? Guten Morgen. Ich habe um 9 Uhr einen Termin. Wir haben jetzt ungefähr 8.30 Uhr. Bei wirkaufendeinauto.de. Das Auto wird verkauft. Ich habe das Auto leergeräumt. Da kommen jetzt noch die Winterreifen rein. Ist ein sehr schönes Auto. Aber ich habe keine Lust mehr auf Schaltgetriebe. Mit Digitaltacho. Schaut mal. Alles digital. Ja, ich muss das Auto noch von außen waschen. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ich sage euch ehrlich, 17.800 wurde angesetzt für das Auto. Ist ein 420 2018. Ich habe es gekauft, damals mit 70.000 Kilometer. Der hat jetzt 110. Ein paar Schrammen. Wie man hier sieht unten und auf der anderen Seite. Das war meine Frau und das andere habe ich so gekauft. Ja, ich muss mich jetzt beeilen und ich hoffe ja, dass sie die ich denke jetzt mal 800 handeln die vielleicht auf 17.000, dass ich das dann verkaufe. Hoffentlich. Und dann hole ich mir was automatisch. Okay, ich beeile mich jetzt. So, meine Freunde. Der Termin ist um 9 Uhr. Ich bin erst um 55 nach da. Ich schaffe es gar nicht zur Waschanlage zu gehen. Warum verkaufe ich das Auto bei wirkaufendeinauto.de und nicht selber? Ich bin ja Händler. Ich sage euch ehrlich, ich habe das Auto schon 3-4 Monate im Internet gehabt. Keine Anrufe, keine seriösen Anrufe, kein Käufer. Und ja. Ich weiß, das Auto kostet mehr wie 17, ich weiß, das Auto kostet mehr wie 16. Aber es ist ein Privatauto. Ich bin damit gefahren, ich bin damit jetzt knapp 40.000 Kilometer gefahren. Es ist normal, dass ein privates Auto verliert. Ist mir bewusst. Ich habe auch einfach keine Geduld mehr. Und ich habe, wie gesagt, keine Lust auf Schaltgetriebe. Ich möchte ein Automatikauto kaufen und ja, das Geld muss ich ja drehen. Bringt ja nichts, wenn das Auto einfach stehen bleibt. Ja, mal sehen jetzt, wenn ich ankomme. Was die sagen. Was geht ab, meine Freunde? Wie ihr seht, ich bin zurück am Platz. Das Auto ist noch mit mir. Die haben gesagt, wir schicken dir ein Angebot per E-Mail zu, weil die keinen Platz haben, keinen Stellplatz momentan. Und die Abgabe sollte dann erfolgen am Donnerstag oder Freitag. Mein Angebot ist gekommen. Also deren Angebot ist gekommen. Ich blende es euch jetzt hier ein. Es sind 17.000 paar zerquetschte. Ich habe mit ein bisschen weniger gerechnet, sage ich euch ehrlich. Ich bin zufrieden. Natürlich könnte man mehr haben, wenn ich selber privat verkaufe, also wenn ich selber inserieren würde. Aber habe ich ja versucht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe auch ein neues Auto im Kopf. Was es ist, werde ich euch dann zeigen. Ist auf jeden Fall ein Automatikauto und ein Tick größer. Und ja, ich habe auch jetzt einen LKW bestellt. Ich hoffe, der kommt jetzt. Ich muss seit letzter Woche, ich drücke mich so von dem Reifen wechseln. Ich muss jetzt hier da die Reifen wechseln. Den habe ich gar nicht aufgepumpt, weil ich den eh wechsle. 4 Reifen habe ich da, die wechsle ich dem Kunden. Und danach kommt der Kunde. Danach kommt der LKW. So, ich habe mich jetzt endlich überwunden. Ich zeige euch die arabische Variante. Ihr tut den Wagenheber einfach in die Mitte, dann könnt ihr beide Reifen wechseln auf einmal. Ist einfacher. Wichtig ist es, immer einen Reifen unter dem Auto zu legen, falls der Wagenheber kaputt geht, dass die Achse nicht auf dem Boden ist, falls ihr den Reifen abmontiert habt. Wenn der Reifen klemmt, also der geht nicht ab, dann nehmt ihr einfach einen Stein. Falsch. Und schon ist die Felge ab. So, meine Freunde, da steht das schöne Auto abgemeldet, weil wir kaufen dein Auto.de. Schade drum. Aber ich fahre immer so ein Jahr meine Autos und dann verkaufe ich die. Pfanddose kriegt ihr Geschenk.
Und ja, jetzt ist es meine Aufgabe, ein neues Auto zu kaufen. So, meine Freunde, wir haben nicht 8 Uhr morgens, wir haben 8 Uhr abends. Mein Kunde hat mich angerufen, der meinte, sein Fahrer kann erst eigentlich um 21 Uhr, aber der ist vorher gekommen, ob ich mir die Zeit nehme und ihm das Auto gebe, wie ihr da hinten seht, der Fiat 500. Ja, wenn ihr noch nicht in der Lage seid, also wenn ihr genug Geld habt, dann müsst ihr nicht um 8 Uhr noch auf dem Platz sein. Also um 20 Uhr müsst ihr nicht auf dem Platz sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss noch leider. Warum leider? Ich mache es gerne. Ich zeige euch noch ein bisschen was. Also den Fiat 500 kennt ihr. Ich sage euch ehrlich, das habe ich gar nicht angesprochen. Sieht man auch gar nicht. Weg damit. Hier, der hat so eine E-Klasse. Unfall. Geil. So, meine Freunde, ich warte jetzt noch ein bisschen, bis der rausfährt. Dann gehe ich nach Hause und arbeite weiter. Das ist das Leben. Was geht ab, meine Freunde? Wir sind gerade bei Mr. Wash bzw. McOil. Ich habe ein Auto gekauft. Das Auto habe ich wieder verkauft an ein Familienmitglied. Motorgetriebe, alles in Ordnung. Plötzlich, heute. Von mir auf dem Platz zu McOil, das sind 10 Kilometer, leuchtet die Motorkontrollleuchte. Das zeige ich euch jetzt. Das ist eine C200 mit 165.000 Kilometer. Warte, ich mache mal Türe zu. Hoppala. Motorkontrollleuchte war aus. Die ist an. Aber der fährt ganz in Ordnung. Problem, ich habe jetzt hier kein Auslesegerät. Ich muss wieder zurück am Platz fahren und dann kann ich den auslesen. Dann kann ich mehr dazu sagen. Und eine Sache will ich euch zeigen. Ich habe ja so viele von diesen Modellen gehabt. Wenn ihr die Handbremse zieht, schaut mal, die leuchtet immer noch. Okay? Dann müsst ihr mit eurem Fuß nachhelfen. Seht ihr? Dann geht die. So ist sie angezogen. Normalerweise, wenn ihr zieht, passt das, aber der Regen, irgendwas ist da, da müsst ihr mit eurem Fuß nachhelfen. Dann ist sie aus. Ich zeige euch noch schnell das Auto. C200, Coupé, geiles Auto. 8-fach-Bereif auf Alufelgen, Panoramadach und die Bremsen sind so gut wie neu. Ich mache jetzt einen Ölwechsel. Dann fahre ich zurück am Platz und dann zeige ich euch den Fehlercode. Ich hoffe nichts Großes, weil der Käufer, der braucht das Auto als ein Langstreckenfahrzeug. So, meine Freunde, ich bin jetzt am Platz und habe das Auslesegerät eingeschlossen. Jetzt schauen wir mal, Fehlercode lesen. Jetzt schauen wir mal, was das Problem ist. Luftdurchlasse. Seht ihr das? Masse, Luftdurchmesser, Stromkreis. Komm, das ist doch nichts. Mal Fehlercode löschen. Fehlercode löschen. Fertig. Ihr denkt jetzt alle, ich erwähne das nicht dem Kunden, da das wie erwähnt ein Familienmitglied ist, habe ich das dem schon gesagt, aber der war da ganz locker, weil der hat ja gesehen, das Auto fährt. Du hast nichts. Nichts hat er. Hoppala. Gleich kommt ein Kunde wegen dem BMW 5er Automatik Diesel zum Ausschlachten. Der steht da hinten. Dann fahre ich den noch raus. Hier, der steht schon voll lange, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bekomme heute noch um 17 Uhr, um 16, 17 Uhr einen LKW. Dann ist der Hof wieder leer. Und ich habe gerade gesehen, mein LKW, der Abschlepper wegen dem BMW, ist schon da. Der wendet aber gerade.
Was geht ab, meine Freunde? Ich warte und warte und warte auf den LKW. Wir haben Samstag, heute ist Samstag. Wir haben schon 13 Uhr. Und der LKW ist noch nicht da. Ich denke auch gar nicht, dass er kommt. Ich bleibe jetzt noch, glaube ich, bis 14 Uhr hier und dann gehe ich ins Fitness. Dann gehe ich nach Hause. Ich hatte gerade einen Kunden angerufen, der möchte um 18 Uhr kommen. Dann muss ich wieder hierher kommen. Ich habe ja schon alle rausgefahren, jetzt muss ich alle wieder reinfahren, weil der LKW nicht gekommen ist. Ja, guck mal, was für ein Wetter. Regen, Regen, Regen. Macht auch die Laune kaputt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Freunde. Bleibt gesund, unterstützt mich mit einem Abo. Wir haben jetzt knapp fast 500 Abonnenten. Immer noch zu wenig. Ich weiß, ich brauche Geduld, aber ich brauche mehr Abonnenten. Kriegen wir hin, oder? Haut mal rein, ihr Geier. Ciao, ciao.